Also das bisherige Paradigma der Zugriffskontrolle besagt einfach nur, dass entschieden wird, wer wann auf Daten zugreifen kann. Und das funktioniert im IoT nicht mehr, weil Daten nicht mehr sich nur noch an einer Position befinden, sondern fließen. Daten fließen von Sensoren über Cloud-Dienste hinweg zu verschiedenen Anwendungen. Und die Frage ist, wer darf die Daten für welchen Zweck wie verarbeiten? Und das ist das neue Paradigma, das man angehen muss. Also LUCON steht für Label-Based Usage Control und die Idee ist, dass man Daten klassifiziert, da wo sie entstehen, und dann die Klassifizierung während der Datenverarbeitung nachvollzieht. Wenn man das machen kann, dann kann man Regeln darüber definieren, wie mit den Daten umgegangen werden soll. Ich kann also sagen, wie Daten zum Beispiel aggregiert werden können oder wie sie weiterverarbeitet werden dürfen. Und die Idee von LUCON ist, dass ich Anforderungen, die ich zum Beispiel aus dem Datenschutz habe, in die Technik direkt umsetzen kann. Im Projekt Kabels haben wir das System eingesetzt, um Daten, die im Fahrzeug anfallen, zu klassifizieren und dann zum Beispiel verschiedene Anwendungen wie Erkennung von Schlaglöchern und dergleichen im Hinblick auf Datenschutz zu kontrollieren. Das Fraunhofer ISAC ist ein Forschungsinstitut für IT-Sicherheit und im Projekt Kabels haben wir eben die Aspekte der IT-Sicherheit im Umfeld von IoT im Automotive untersucht.